Wie ist das Urteil über das Takbir rufen, wenn jemand konvertiert? Liebe Geschwister, was wir heute erleben, dass jemand sagt dreimal Takbir, Allahu Akbar, Takbir, Allahu Akbar, Takbir, Allahu Akbar, das kennen wir nicht von der Sunna. Dieses ist nicht von der Sunna bekannt. Und ihr habt auch nie gesehen, dass wir das gemacht haben. Takbir zu sagen, die Freude auszudrücken in einer Sache, die einem gefällt, gut ist, kein Problem. Aber was ist passiert im Laufe der Zeit? Man hat das zu einem Ritual gemacht, wo man auch die Anzahl dabei beschränkt hat. Ihr wisst ja, sie machen das wie oft immer, in der Regel, dreimal. Woher haben wir das? Das haben wir nicht. Nochmal bitte, dass ihr versteht, den Takbir zu sagen aufgrund des Ausdrucks einer Freude ist ein Thema. Ist ein Thema. Aber das zu einer Ibadah, konstanten Ibadah zu machen, dass jedes Mal, wenn jemand konvertiert, wir dreimal Takbir rufen, einer sagt Takbir, Allahu Akbar, Takbir, Allahu Akbar, das kennen wir nicht. Und deswegen sollte man das unterlassen. Ya dhakir al-ashab, kum mutaaddiba.